Hallo und herzlich willkommen zum 64. Vorkommen. Hackerin. Dennis, ich habe meinen Bruder gefunden. Er lebt. Was ist mit Holt? Ich werde ihn umbringen. Er hat meinen Bruder. Riley braucht meine Hilfe. Jason, du bist ein Rakia-Krieger. Blicke nicht zurück. Der Gedanke an deine alte Familie macht dich schwach. Er ist mein Bruder. Vergiss nicht, wir sind jetzt deine Familie. Geht, sag's, das freut mich. Alles gut, nicht wirklich. Was ist los, wenn ich fragen darf? Du darfst fragen und ich kann antworten. Aber die Antwort ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, also kann ich dir nicht hier antworten. Ich kann es dir schreiben, wenn du willst. Ich schreibe mir noch mal privat. Da geht's. Den Controller. Oh, hab sie geschrieben. Ich hoffe nicht. Wir stellen nicht noch öfters halt die Leute die Frage. Ich habe das Controllerkabel heute verlegt, um zu prüfen. Moment. Ich habe dir geschrieben, aber du stehst bei mir als offline da. Wieso? Psycho-Kitty? Psycho-Kitty. Du stehst bei mir privat als unter offline. Ich habe das Controllerkabel verlegt, um zu gucken, ob es Kabelbruch ist oder ob es an der Starkstromleitung lag. Ich merke gerade, es scheint tatsächlich Kabelbruch zu sein. Das ist unglaublich. Pech kann man ja nicht haben. Wenn es dir keine Umstände macht, nee. Deine Verpflichtung ist es jetzt, mich aufzuheitern. Viel Spaß dabei.
stelle mich immer offline, um nicht verfolgt zu werden. Von wem wirst du verfolgt? Wenn ich fragen darf. Bitte schreiben Sie es mir privat. Ich bin froh, dass ich mich nicht von sowas abhalten lasse, Leute. Hat schon schreiben. Ich schreibe mal Leute an, wenn sie offline angezeigt werden. Und frage, hallo? Bist du da? Okay, wo haben wir stehen geblieben? Fähigkeit. Quatsch. Ach genau, ich muss den Takedown noch von unten machen. Handbuch. Genau, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, von 15. Noch Story-Aufgaben, Fähigkeiten, normale Aufgaben und Relikte. Ich muss 5 Uhr aufwachen, also ich habe die Arschkarte. Und ich werde von Trollen verfolgt. Du musst 5 Uhr aufwachen. Wieso musst du das denn? Okay, Relikte suchen. Links, links, links. Gott. Mich fertig zu machen, die Bahn zu erreichen, zur Schule zu gehen. Wann musst du mit der Bahn zur Schule? Ist das neu? Neues Hauptstraßen, dann wieder links. Seitdem ich eine Schule habe, mein Schulweg ist Tag 1 geworden. Schon immer? Also zur Aufmunterung, es kommt gleich. Was kommt gleich? Ich glaube nicht, dass du mich heute aufmuntern kannst. Das weg. Treffen sich zwei Waffen, sagt der eine Heim. Ha, 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 gerne. Ha, ha, ha.
zur Wahrheit und so. Ein lebensgewürziger Versuch, immerhin. Ich mag diesen Witz, aber mir ist nicht danach. Wie komme ich an diese? Das stimmt, ich habe das unterirdische Schädeln mäßig. Schwimmen wir erstmal dahin. Ich gehe zu einer neuen Schule und deshalb 5 Uhr aufstehen. Zu einer neuen? Indem ich eine neue Schule habe. Nicht so richtig gelesen habt. Neue. Will ich wissen, warum du eine neue hast? Soll ich die Frage stellen? Okay, warum hast du eine neue Schule? Und es läuft ja. Oh. Komisch. Ich dort meinen Realschulabschluss wiederhole. Hashtag 3 Jahre Leid. Wieso wiederholst du den? Wieso 3 Jahre? Habe ich irgendwas verpasst? Du wiederholst einen Realschulabschluss. Und das dauert 3 Jahre. Das verstehe ich nicht. Das musst du mir näher erklären. Wir wollen. Ah, nehmen wir den noch mit. Und dann arbeiten wir uns hier zu dahin. Zur Höhle? Nein. Ja, eh falsche Richtung. Hab leider nur den Hauptschulabschluss. Reicht. Möchte aber einen Realschulabschluss. Daher muss ich das wiederholen. Das dauert 3 Jahre. Na, Prost Mahlzeit. Wenn du das freiwillig tust, kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Ja, Horror. Ich muss lieber sterben, bevor ich sowas freiwillig mache. Ja. Hör mal auf.
Also verpacktes Zeug gibt es in letzter Zeit öfters in der Game. Kann ich Geld nicht hochheben, Kisten nicht öffnen. So. Jetzt gucken wir mal dahin, kann man am besten. Schöner Mohnen. Das rostig. Und da bleibe ich nicht lang. Um mindestens 5 Stunden zu schlafen. Ach, 1 Stunde Schlaf reicht. Wie fies, wa? 1 Stunde Schlaf reicht. Das ist eine Mini-Höhe. Ach Gottchen. Also, wo bin ich? Ja. Gottchen. Ja. Okay, jetzt kann ich die Aussage treffen, ich habe mich offiziell verlaufen. Ich weiß nicht, Gerhard, bevor du gehst, musst du 100 neue Zuschauer bringen, ne? Dass das klar ist. Oder 10.000 Euro donaten. Standard eben. Das ist ja gruselig. Hier bin ich drin. Und hier bin ich raus. Und hier geht's wahrscheinlich auch nochmal raus. Krasse Sache. Naja, jedenfalls. Hier ist das nächste. Das ist schon, scheint oberirdisch zu sein. Du Scheiße, da bin ich schon reingekommen. Grün ist selten. Da oben. Diamant. Moin, moin, ihr beiden. Hallo, Holy. Ach du Heiliger. Hi, UFO. Hat uns erwischt.
Ich komme da hoch. Von hier aus schon mal gar nicht. Habt ihr wieder gelästert? Ja, 24/7. Unser Existenzpunkt ist Lästern. Ich halte mal hier richtig die Kamera an. Sieht irgendwie dunkel aus. Nur über mich. Genau, nur über die Kamera. Hi C, hi Holy, hi Kevin, ja, ja, hi. Genau. Sieht schon zum Auto. Leute, 5 aufwachen nach die. Bye bye. Hop time. Stream so wieder seit mehreren Stunden. Das ist so ein verklüftetes Teil, da komme ich doch nie hin. Okay, fahren wir der zweite rechts. Das Auto keine Musik. Das sind generell komische Geräusche. Der Herr streamt seit 21 Minuten, jetzt kennt er schon wieder. Kurz drehen wir eben. Ich habe heute spät angefangen, ja. Ist schon bald Bettzeit für mich. Ich habe jede Nacht chronisch zu wenig Schlaf aufgrund zu vieler Termine. Oh, ich bin doch gerade ausgekommen. Ja, gut, lummern und kerren. Ja, kerren ist sowieso ein ganz extremer. 5 Uhr steht er auf. Schrecklich. Hi. 21 Minuten schon. Dabei habe ich mir echt Mühe, den Twitch aufmal zu. Ja, Holy, du aktualisierst nicht oft genug. Den einen Tag warst du ja gar nicht da, Holy. Wie willst du denn das rechtfertigen, ne? Ich streame jeden Tag um dieselbe Zeit. Das muss man sich doch mal merken. Also, Holy, nun sag mal. Wo warst du vorgestern zum Beispiel? Da war ja nur Zuschauer. Schrecklich. Da habe ich richtig lang gestreamt. Seit wann hast du feste Zeiten hier? Wann sind diese? Das hat sich so ergeben, weil ich einen Termin habe auf dem Arbeitsamt. Und da muss ich mich jeden Tag sehr frühzeitig wach halten. Und du hattest dich angeboten, dass ich jetzt jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, streame. Es ist so immer grob zwischen 20 und 1 Uhr. So 20 und 1:30 Uhr. Manchmal fange ich auch 22 Uhr an. Also immer so die Drehe. Und das habe ich jetzt schon die ganze Woche fest. Das wird auch noch die ganze Woche so bleiben. Den Rest dieser Woche. Bis ich dann wieder frei bin, sozusagen. Und dann kann ich wieder pennen. Ach, schlafen. Schöne Vorstellung. Schlafen. Oh. Und seit einer Woche streame ich jetzt schon jeden Tag. Immer ab 20 Uhr.
Campfeuer. Das muss man doch sehen. Also wirklich. Das seht ihr doch. Ja, diese Reliktsammelei. Und noch 15. Also diese Woche habe ich sozusagen noch feste Zeiten. Das wären dann 2 Wochen am Stück, das ist selten bei mir. Diamant ist über mir. Scheiße, der kommt doch im Leben nicht hoch. Oder? Ja, der Stock und Stein vielleicht, wenn ich Glück habe. Springen. Auch diese Rumrutscherei. Ich weiß, das ist mal geil. Das ist ja wieder so typisch Sharkrei. Ich hasse es. Kommt jetzt nicht da hoch, schade. Ja, sieht es hier wieder und aus. Ne, hier auch nicht. Ach, leck mich. Ich springe. Och, das Gartenbeet von denen, die ich am meisten brauche. Die Grünen. Das konnten wir mal rufen. Herstellung. Und was fehlt mir jetzt noch? Besitz 5? Oh, Weise sind wenig. Warum oh, gleich 5 blaue? Ach, Ziel, du hattest mir mal Moritz Neumayer gezeigt. Stimmt, der ist schon vor Monaten wieder gelöscht. Der ist, war mir auch echt sympathisch, allerdings fand ich jetzt heraus, dass er für Funk arbeitet. Und ich bin sehr voreingenommen gegenüber diesem Propagandanetzwerk. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Für eure Senderarbeit oder was es auch mal sein soll. Er weiß nicht wirklich, wie die Dinge sind und ja, macht halt für Geld sowas halt und so, ne? Wie schon gesagt, immer zu oberflächlich, nie tiefgründig genug und leidet irgendwie unter der Illusion, dass Politik irgendwie, dass man da was ändern könnte als Bürger. Fand ich ganz grässlich, dann habe ich ihn wieder deabonniert. Ich kann Menschen, die übers WLAN reden, einfach nicht ernst nehmen. Und da habe ich ihn wieder weggekickt, ja. So, dahin. Gott, ist das heute diese Höhenunterschiede! Ich hab die da war schon völlig aus meinem Gedächtnis raus, Holy. Ja. Jetzt du mich jetzt nicht dran erinnert, ich wusste nicht mal, dass es diesen Menschen mal gegeben hat.
Ich habe mir mal 10, 20 Videos in der Reihe angehört, war mal ganz interessant, auch ein bisschen, das war auch so ein bisschen Selbsttrigger. Ich habe mich mit dem Typen so ein bisschen selbst getriggert. Ach ja, da kam ich das letzte Mal nicht hoch. Wingspeed! Nein, zu weit, zu weit, zu weit! Das ist doch jetzt. Das ist doch ein Scherz, ein schlechter. Du kommst da nicht hin! Auch solche wie die Neumeier gibt es viele. Es auch noch anderen ähnlichen, den verfolge ich ja die ganze Zeit. Schrecklich, ich muss mir sowas abgewöhnen. Worauf willst du jetzt eigentlich hinaus? Ach so, wegen dem Funk. Ja, bei Funk arbeitet, ja. So. Also das ist doch ein ätzender Diamant. Du bist quasi gezwungen, von da nach da zu springen oder von da nach da zu springen. Aber da überhaupt doch mal hoch. So viel Aufwand wegen einem einzigen verschissenen Diamanten. Ach du Scheiße. Das ist doch jetzt ein Witz. Ah, jetzt. Ja, sieht gut aus. Ach, vielversprechend. So. Ja, wo nun lang? Und ach, das Wasser bei Nacht sieht so schön aus. Wingsuit! Nein, schon wieder zu weit. Ich kriege eine Krise. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Von hier aus komme ich da jetzt nicht hin. Keine Chance, habe ich schon mal versucht, oder? Na, schaffst du es? Komm, noch einmal. Ich fasse es nicht, bin hochgekraxelt. Ich hab's geschafft. Ich will nur noch weg. Ich fliege wie ein Vogel so frei. Um überhaupt zu fliegen können, das habe ich auch übrigens auch vor kurzem für mich entdeckt. Das wusste ich noch gar nicht. Ich wusste aber nicht, wie ich den Wingspeed öffnen soll. Aber lass mich bloß in Ruhe, Tier. Oh, viel Text. Funk ist ein YouTube-Netzwerk, wo GEZ-Gebühren bezahlt. Oh Gott! Die rassistische Propaganda verbreiten. Über Tarek sonst wer nie gehört. Und Susi Kreim, die Männer hasst, die Ultrafeministin und noch vieles mehr, was mich zur Weißglut bringt. Holy! Du solltest dich nicht solchen Dingen aussetzen, die dich zur Weißglut bringen. Gut, ich bin zwar genauso unvernünftig und setze mich immer wieder Dingen aus, die mir nicht gut tun, aber vielleicht lernen wir es beim 150. Mal, wenn es beim 146. Mal noch nicht geklappt hat. Irgendwann lernen wir das noch. Wir sollten unser Bewusstsein nicht mit sowas füttern. Ganz schlecht. Wer ist Tarek? Erklären wir mal den Kontext mit dem Rassismus.
Was genau sagen die dort aus? Ach, eine Zuhöhle ist ja nicht schlecht. Boah, holy moly. Der steile Berghänge. Na, aber jetzt. Ich hatte Probleme mit der GZ bis nur immer, glaube ich, muss ich jetzt noch 12 Euro noch was zahlen pro Monat. Erst danach bin ich freigestellt. Ja, kenn ich. Das Interessanteste, was mir passiert ist, ist, dass ich GEZ-Gebühren bezahlen musste, als ich nicht beim Arbeitsamt angemeldet war und keine Arbeit hatte. Das heißt, ich hatte gar kein Geld. Wenn du arbeitslos bist und Arbeitslosengeld bekommst, brauchst du GEZ nicht zahlen. Aber wenn du arbeitslos bist, kein Arbeitslosengeld bekommst und keine Arbeit hast, dann musst du GEZ-Gebühren bezahlen. Klingt komisch, ist aber so. Bitte nicht drüber nachdenken. Das endet nicht gesund. Das ist so absurd, die müssten Tag und Nacht flennen, wenn das wehtun würde. Genau, wenn Absurdheit wehtun würde. Hi Justin. So, wo die Höhle sein. Das ist doch ein Witz. Ist es bei euch auch so kalt wie bei mir? Ja, alles klar. Ja, wie man es nimmt. Du hast gerade eine Rechnung. Gleich hier gespawnt, wo ich gestorben bin, praktisch.
Ach ne, die Höhen gehen ja unendlich in eine Richtung. Das ist immer so ein Jahr dauert, bis sich die Karte aufbaut. So nervig. Genau, das ist ja ein riesiges Höhensystem. Das sind Dinge. Ich will aber eigentlich mehr Tonkrüge. Ne? Mal wieder Far Cry, ja, mal wieder Far Cry. Das Spiel will schließlich durchgespielt werden. Hatte ich glaube ich alle schon durch. Ja. Wir waren gleich bei Sturmgewehren angekommen. Oder hatte ich da jetzt auch schon alle durch? Nee, noch nicht alle. Hat man da schon alle? Ja, komisch. Okay. Aber hier ein bisschen Geld los. Oh, wir haben schon alles gekauft. Auch alle haben schon gekauft. Und hier kann man schön Geld loswerden. Also eine Flinte. So, ich gehe dann auch wieder. Muss morgen früh raus. Gute Nacht. Was ist das für eine Waffe? Ich rüste die mal kurz aus. Alle Farben haben wir da schon. Da kommen sie jetzt. Das war's. Für alle. Nee, das ja auch nicht. Schön hier, was jetzt los? Oh, angenehm. Scheiße, das letzte Reicht geht nicht. Das ist doch so an die Wand geboten. Alles wäre recht, alles zu fahrlich. Mach alle da, hier ist alles abgehauen. Da ist mir schon ordentlich hier der Kohle losgeworden. Jetzt kann ich mir auch wieder Hauptmission hinstellen. Ach, hier bin ich schon wieder. Ja, der Diamant ist 1000.
Ach, ich muss ja auch schon mal da. Die Sehnsüge hört so gut wie Weg raus hinten. Wie haben wir das? Keine Antwort noch nicht. Genau, was ist das? Ich kann echt nicht definieren, was das sein soll. Was war bei Stormy wären? Es sieht aber eher aus wie ein Schrotwinter. Echt komisch, dass sie wäre. Weste per se immer cool. Man lädt das schön schnell nach. Wo ist es? Wo diese Relikte nicht überall sind. Tarik ist ein schwarzer Homosexueller aus reichem Hause. Schwarz, homosexuell, reich, okay. Der behauptet, alle Weißen wären inhärent rassistisch. Er behauptet, er wäre täglichen rassistischen und homophoben Anfeindungen ausgesetzt. Er diffamiert und verurteilt andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe und spielt das Opfer. Stellt Strohmann nach Strohmann auf. Verdrehte Welt, ne? Der läuft bei Funk rum. Das nächste. Da, irgendeine. So, ein Fahrzeug. Oh Gott, jetzt muss ja auch alles laufen. Oh, da komme ich bestimmt nicht hoch. Ach, jetzt hier kam ich jetzt wieder hoch. Ich muss noch einen Takedown von unten machen. Darf ich nie vergessen.
Sonst nimmt mir Spiel das übel. Schwein rum. Wie komme ich denn hier rein? Na nu, einfach mit Tür ist nicht. Was es nicht alles gibt. Schöne Scheune. Meinetwegen kann er seinen Kram sehr bereit, aber ich bedenke, dass mir diese 12 Euro jeden Monat unter Androhung von Strafen im Geldbeutel fehlen, finde ich das schon bedenklich. Ach Gottchen, das ist ja... Hey, ich habe weniger Geld und darf mir anhören, was für ein Arsch ich bin. Also du musst das ja nicht anhören, du musst das anders sehen. Holy, ich heb dir mal jetzt mal richtig geil, richtig geilen Gedankenansatz. Vielleicht hilft das dabei, ne? Vielleicht hilft das. Moment, lass mich mal kurz sammeln. Also, Holy. Du bist in einem Gefängnis. Das nennt sich Deutschland. Die behaupten, das sei ein freier Staat und so, ist auch jedes Wort gelogen. Eigentlich ist es eine Diktatur. Du zahlst in dieser Diktatur 12 Euro Strafsteuer. Einfach nur, damit sie dich nicht töten. Das ist normal in einer Diktatur. Da kann man eins machen, wegrennen oder es akzeptieren. Weil ändern geht nicht. Du kannst nur change it, leave it or love it machen. Also renn davon, also geh ins Ausland oder liebe die Situation. Weil du bist ja in einer Diktatur geboren worden. Das ist ja eine Tatsache, ne? Und da kann man ja nur akzeptieren oder gehen. Ist ja schön, dass dich an der Grenze nicht festhalten, dass du hier bleiben musst, ne? Wie in der DDR und so. Also von daher, das sind eigentlich nur 12 Euro Sklavensteuer, weil du in einem Land lebst, in dem Sklaven nun mal gehalten werden. Das ist eigentlich ganz normal, du bist halt Sklave. Wenn du das aus der Sicht siehst, dann ist das dann nicht mehr ganz so schlimm. Das ist eigentlich nur eine logische Konsequenz. Ich sollte es vermutlich besser wissen, definitiv, ja. Das ist also Sklaverei. Und ja, ne? Jedes Kind wird in diesem Land ja versklavt, von Geburt an, vom 6. Lebensjahr an, meine ich. Also hier wachsen und das ist deine Sklavensteuer, die du als Sklave abzugeben hast. Und dass die damit nicht Dinge tun, die den Sklaven gut tun, mit dem Geld, ist ja wohl klar, weil du bist ja Sklave. Das ist sinngebend einer Diktatur. Ne? Von daher, aufregen kann dich das nur, wenn du an den Glaubenssatz festhältst. Das ist ein freies Land. Oder sowas in der Richtung Demokratie. Und sowas, bla bla bla. Das ist eine Sklavensteuer, ganz natürlich. Aber da gibt es noch anderes. Ich habe ja festgestellt, dass man als Nichtsverdiener auch diese Gebühren bezahlen muss. Das heißt, wenn du gar kein Geld hast, musst du diese Gebühren bezahlen. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Da kannst du es dann aussetzen, bis du wieder Geld hast. Du kannst es nachträglich dann zahlen.
bin genauso bescheuert, aber ich habe mich eigentlich gefragt, wie das mit der Krankenversicherung ist, wenn man gar kein Geld hat. Das ist etwas, was ich mich im Moment auch so frage. Sowas zählt ja für mich auch schon mit zur Sklavensteuer. Versicherungspflicht, schrecklich. Buch, gruselig. Das ist etwas, was ich auch nochmal studieren werde. Aber das ist nun mal ein versklavtes Land. Kann man nicht machen. Vielleicht befreit es ja eines Tages mal jemand. Wer weiß. PS 12 Euro so wenig, wenig. Da muss man irgendwas bei 17 Euro bezahlen oder so. Meiner Jägen hier. 17 Euro müssen wir Sklavensteuer zahlen. Mit 12 Euro kommst du ja noch gut weg. So. Das ist der nächste. Ich versuche auch ganz bewusst, mich mit anderen Dingen, sprich Dingen, die mir persönlich wertvoll erscheinen, zu befassen. Aber ab und an lande ich dann doch immer wieder, ja, kenne ich. Vor langer Weile klickt man dann aus Neugierde irgendwas, triggert einen da richtig und zwingt einen dazu, ich kenne das noch so gut. Ein unschuldiger Zivilistenplayer, er lag da. Von seinem Schmerz befreit. Kurz das weit weg. Wings reeten wir uns mal hin. Hier ist das geil, dass man im Spiel fliegen kann. Hätte ich das noch nur schon eher gewusst. Grünes Blatt in Ehren kann niemand vorbei. Ach ne, da oben. Ne, ich bin verrückt. Habe ich Ufo vergrault? Das nimmt Ufo nur wegen mir nicht mehr, weil ich ihm mit meinen Krams auf den Nerven gehe und seine Stimmung vermiese. Habe ich einen Beziehungswahn? Definitiv. Also ich kann dir versichern, dass das nicht das Geringste mit dir zu tun hat. Aber man kann sich viel, also du besitzt die Gabe, dich selbst sehr klein zu machen. Daran solltest du arbeiten. Und die Gabe, Dinge im Außen auf dich zu projizieren, das besitze ich allerdings auch. Erschreckt dich, damit muss ich auch aufhören. Das dauert mir auch schon, wenn es gut geht. Ich projiziere Dinge auf mich, die ich schon längst nicht mehr auf mich projizieren müsste. Also mein Unterbewusstsein projiziert Dinge auf mich, die ich schon längst nicht mehr auf mich projizieren müsste. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Schwer, eine grüne Pflanze unter grünen Pflanzen zu finden. Höre ich mich? Bilde ich mir das nur ein oder mein Controller hält Attacken selten aus als sonst? Man kann es ja mal UFO anschreiben, wo er hin ist. Das hätte mich auch mal interessieren. Kennst du die Geschichte wie Odin?
einen seiner Augen verlor? Hergab? Nein? Keine Ahnung. Willst du sie mir erzählen, Holly? Wo sind die Diamanten? Wenn hier keine sind, dann sind die irgendwo unterirdisch. Eine Höhle in Eingang finden? Ist ja schrecklich. Ach so, hier rein, natürlich. Gucken wir raus. Ach du Scheiße, boah. Das ist nicht mal tiefen Brunnen. Nein! Na, ernst jetzt, ich kriege eine Krise. Wow, jetzt mein ganzer Bildschirm betrifft wohl. Odin war noch ein junger Gott und wollte mehr über die Welt wissen. Also verkleidete er sich als Wanderer und streifte die Lande. Er traf auf einen Troll namens Mimir. Ach, wie süß. Welcher die Brunnen der Weisheit bewachte. Odin fragte, ob er kosten dürfe. Mimir sagte ja. Gib mir nur eines deiner Augen. Odin zögerte nicht, riss sich ein Auge aus und gab es dem Troll. Titsch. Mimir war perplex. Da wusste Mimir, das ist kein normaler Wanderer, das muss ein Gott sein. Aha, okay. Ja, hier fehlt nur noch das hier. Das schaut zwar nicht schlecht aus. Schwierig. Moment. Jawollo. Oh!
Ach, ist der weiß. Noch lange nicht. Darstellung. The fuck, ich habe normale Medizin. Sag nicht eines. Ja, ich muss die normale Medizin auch loswerden. Deswegen kann ich mir nur so wenig machen. Das sagt mein Beutesack. Ich tue mal entscheiden, wie ich ihn habe. Oh, ein Relikt habe ich nicht angeklickt. So. Und zum nächsten Relikt. Das sind gleich zwei. Und beamen. Beam-Funktion liebe ich bei solchen Spielen. Eine schön muss als eine Schnellreisefunktion. Sind eigentlich braun lang die blauen Ausrufezeichen. Oh, ficken. Ach du Heiliger. Unglaublich. Ich nehme mal an, dass die Moral der Geschichte ist, dass wenn man weiß, dass man will, was man will, man entschlossen vorzugehen hat. Könnte sein, ja. Das stimmt nicht. Boah, klar. Boah, ich muss das gesamte Dings hier jetzt umlatschen. Ja.
aber nie äußern. Ich will wissen, was diese blauen Dinger machen. Ich will es jetzt wissen. Schaust du was rein? Hey, alles klar? Ja. Was ist denn? Ich will nach Hause. Ich will nach Samar zurück. Aber mein Mann, er lässt mich nicht. Er sagt, ich gehöre ihm. Er verkauft mich an seine Freunde. Ich wollte fliehen. Aber er hat was zu sagen bei den Söldnern. Keiner wird mir ohne Bezahlung helfen. Was brauchst du? Hilfst du mir? Ich danke dir. Ich kenne einen Kapitän, der mich wegbringen kann. Er will Blutdiamanten von den Söldnern. Und ich habe belauscht, wo diese angeblich versteckt sein sollen. Im historischen Kontext ist es interessant, dass die ersten Menschen in der Asatru-Mythologie Ask und Embla hießen, Adam und Eva. Was darauf schließen lässt, dass die abrahamitischen Religionen nicht die Erfinder dieser Geschichte waren. Ne, allerdings. Das Einzige, was ich durch die Präastronautik schon für Vorgeschichten gehört habe, mein lieber Scholli. Diese Adam und Eva reichen bis zu mehreren hunderttausend Jahren zurück und hatten schon in den unterschiedlichen letzten Jahrtausenden 10 verschiedene Namen bekommen. Das ist mir alles bekannt. 33 Missionen. Storyaufgaben nur noch 2. Das könnte zu den normalen Missionen ja. 33. Genau, die 2 Fähigkeiten. Da muss ich diesen Takedown von unten, um das Holz zu kriegen. 33. Mal gucken, ob das hier eine Mission wird. Also ja, Holy. Die gab es schon eher und keine Ahnung, was die gewesen sind. Können alles möglich gewesen sein. Lies mal das Buch Der 12. Planet, da wirst du Hunderte von Vornamen und Vorgeschichten hören. Nun ist die Frage, ob die Menschheit sich das selbst ausgedacht hat oder diese Geschichten auf ein Ereignis basierten. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Genau. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich wünschte, ich hätte die Antwort. Rüms! So, wo muss ich jetzt hin? Da lang. Ja, querbeet. Das wäre mit Zoom wäre eine super Scharfschütze. Naja.
Angst? Das ist ja fies. Oh oh. Das ist echt böse, aua. Ich kann ja schon mal dies herstellen. Das hätte Uwe wohl wiederum interessant gefunden. Allerdings. Fragen wir mal, wohin ist der Sack? Jetzt komme ich mal mit meiner Scharfschütze. Hallo, ihn ja. Ja, Gott noch mal. Sind die aufdringlich? Auch habe ich grüne Blätter. Ja. Wann legt dein Boot ab? Boot? Hm, was? Wolltest du nicht die Insel verlassen? Ich wusste, dass du es versaust. Oh, ey, nein! Halt mal. Um dich kümmere ich mich später. Fick dich ins Knie. Nicht zu danken. Ist die bekloppt? Die ist verrückt. Ist absolut verrückt. Doch schon in der Richtung. Ja.
Rede. Riese. Ja, dann. Ja, man kann damit zum nächsten fliegen. Ach, je. Junge, ist das versteckt. Süß.
Jetzt grasen wir auch die letzten paar Dinger ab. Ja, auf dem Weg hier, ja, viele Diamanten. Genau, no, zum Beispiel. Habe ich auf dem Herflug alle gesehen. Mein Freund! Ein Philosoph meinte, wenn das Ego eine Illusion aufgrund von Zeit ist, könnte es sein, dass das Quirl auf dem Baum und ich durch dieselbe Energie angetrieben werden. Sprich, ich erlebe das Leben des Quirls auch aus der Ego-Perspektive. Nur aufgrund der Zeitlösung kommt es mir so vor, als würde ich ausschließlich mein menschliches Leben erleben. Schwer in Kurzform auszudrücken. Nö, ich hab's verstanden. Komplett, ja. Ich hatte so ein geiles Buch über Zeit gelesen. Pah! Das, was du gerade beschrieben hast, ist einfach. Zeit ist tatsächlich Illusion und alles ist gleichzeitig miteinander verschachtelt. Es ist auch schwer, sich das vorzustellen. Dadurch wäre der Tod völlig egal. Ah, Tod gibt es gar nicht. Aber das jetzt zu erklären, wäre auch noch ein bisschen komplex. Ja, damit etwas sterben kann, muss es schon wieder so etwas wie Zeit geben. Und ein Ende, das ist ohne Zeit nicht wirklich da. Aber wir haben gerade nur eine lineare Sicht auf das Ganze. Ach, hier hoch kraxe ich auch noch zu denen, wenn ich eh Meier bin. Darauf passt auch wieder gut der Satz: Good plays hide and seek with himself. Also Gott spielt Verstecken mit sich selbst. Ja, das ist was dran. Und noch höher. Was er im Berg kann. War ich hier oben nicht schon mal? Oh nein, bitte nicht. Unterirdische. Knapp. Yeah.
Alan Watts kann ich stark empfehlen, ein englischer Philosoph. Und schau dir mal das Steam Gain Everything an. Ich glaube, da habe ich mal Trailer bei Jones gesehen von Everything. Da spricht Alan Watts im Hintergrund. Ich kannte ihn auch schon vorher. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Jones hat ja immer das Aktuellste vom Aktuellsten vom Aktuellsten der Macher. Okay, hier oben bin ich ja spannend durch. Wo sind jetzt noch weitere Krüge? Da ist einer. Markieren. Beamen. Und der Name Alan Watts höre ich auch nicht zum ersten Mal. Steam Gain Everything. Oh Gott. Mach ich ja ewiglich nicht mehr. Da kann man so fetten Truck fahren, das finde ich cool. Finde ich mega, ich würde schon einmal gerne ein Real-Life machen. Dicken fetten Truck fahren. Komme ich da hoch? Können wir nächst rechts probieren? Die Mucke ist geil! Noch 7. Werde ich heute wohl eventuell nicht mehr schaffen. Ja, macht schon schön ins Auto. Was soll denn da? Ich hab die ganze Insel eingenommen. Alter! Ist das ein Riesending? Lebt doch schon ja nicht mehr. Warum wird das noch offiziell als Sperrgebiet angezeigt? Einfach nach mehr Kohle fragen. Ist mir egal, wie viele Meilen du siehst. Du siehst erst, wenn ich es sage. Der Grund, warum wir als Menschen diese philosophische Wahrheit, der alles ist eins, eine universelle Energie erkennen können, liegt nur darin, dass wenn Gott verstecken mit sich selbst spielt, er im Hinterkopf natürlich weiß, wo er sich versteckt. Richtig. Richtig, genau. Wir
Du könntest sagen, er versteckt sich vor uns und nicht vor sich selbst. Das würde sogar noch einen Tacken besser treffen. Ja, ich will von unten Takedown machen, verdammt. Nochmal Ketten-Takedown mit den zwei. Leck mich! Du hast mich verarscht! Warum ist das Gebiet jetzt nicht mehr rot? Ups. Meine Güte, warum ist das Sperrgebiet? Was ist das hier? Sam ist das, okay. Zwei Diamanten gibt es hier oben. Ich markiere mal einen. Wo bin ich überhaupt? So, da lang. Aua. Hallo? Oh Gott. Wir kraxeln uns hier durch. Habe ich jetzt alle Diamanten? Nee. Ja, von oben Takedown sind hier viele möglich. Genau, ich kann auch von zwei von oben. Ja, von unten ist schwer. Beispiel. Brauchst du von unten Takedown, kriegst du nicht von unten. Schon ins Auto. Thank you.
Dumm wie Bolle. Bye bye. Boah, das war schwer. Dann stoß mal. Ah ja, kämpf mal bis zum Sieg. Oh, Wetter werden langsam knapp. Na, wie nimmst du denn jetzt aus? Die drei hier. Die fucken mal auf, oder? Ja. Schläft schon wieder? Dein Handwerkszeug? Partykram. Ich freue mich schon lange darauf, die Scheiße hier in die Luft zu jagen, wie die Amerikaner sagen. Und du bist Amerikaner, Sam? Ja, mein Vater war bei den Navy Seals. Ich wurde geboren, als er in Texas stationiert war. Dann besetzte man ihn nach Deutschland. Oh, Uncle Sam. Verstehe. Ja, einer der Gründungsväter, glaube ich. Das solltest du mal nachschlagen. Vergiss es. Verbreiten wir etwas festliche Stimmung. Fahr für den Öldepots. Ich gebe dir mit den MG-Deckung. Nicht nötig. Hat doch alle weggeräumt. Hallo? Was muss ich machen? Was? Yeah.
Gott. Sofort weg. Ach du Scheiße. Granate, sagst du. Ja, das ist gespeichert, das ist ja praktisch. Bereit für die nächste Bombe? Da sind zu viele von diesen Lagern! Thank you.
Die Lampe brennt! Wir können weiter sein, verfliegt, wenn man Spaß hat. Ach, das ist jetzt unfair gewesen. Der Partner so gestorben ist. Ich hatte einmal den Gedanken, dass wenn ein Mensch alle Antworten auf alle Fragen gleichzeitig erleben würde, oder Gott sich tatsächlich finden würde, dass dann das gesamte Universum in sich zusammenbricht. Nö. Ich gehe eher davon aus, dass du dir nichts davon merken wirst. Nichts davon merken können wirst. Weil zu viel Input für Gehirn. Zu viel. Merkst du vielleicht 3 Dinge von Milliarden. Ja. An das Maschinengewehr. Ich gehe jetzt rein. Was? Maschinen? Was bist du an der Maschine? Das war ja auch eher eine metaphorische Idee. Okay. Oh, scheiße. Denn jetzt? Oh, Scheiße. Genau, damals 34 und da unten damals 13. Nach den 4 Missionen, das sind wahrscheinlich die ganzen Ausrufzeichen, die gelben und die blauen. Noch eine ist doch die Aufgabe. Und mir fehlen immer noch 2 Fähigkeiten.
könnte ich glaube ich schon kaufen. Ja, alles LT. Genau, noch eine Fähigkeit wird. Ich nutze jetzt auch Discord. Der Gamer.de. Hä? Hat mich dazu gebracht. Wer ist Gamer? Ist ganz cool. Ist wie Skype und TS, aber viel cooler. Ja, ich weiß. Ich habe schon einmal mit Discord geschwafelt. Mit Vito. Verschiedenen Seiten, wo Leute Memes posten können und so. Ich steige noch nicht ganz durch, wie das Hund. Die Ami-Streamer zum Teil aus Laffys Community hatten mich dazu eingeladen. Verstehe. Ja, gesehen habe ich es einmal schon mal, aber ich weiß natürlich nicht genau, was man damit komplett machen kann und so. Reichholz-Stützpunkt noch. Eine Story-Aufgabe. Krasse Sache. Plus 4000 XP. Noch einzelner verwaister Diamant. Den holen wir uns doch mal glatt. Da hinkommen. Was soll jetzt mit? So. Ach du Scheiße, das ist ja kein Bienenpunkt in der Nähe. Uch. Mal von da hinfahren können. Meinst du, ich sei ein schlechter Wikinger, nur weil ich Angst vor Donner habe? Ja, definitiv. Ja, die Straße kann man nehmen, hinter der Brücke links. Wie komme ich da hin? Ja, viel zu schwer zu erreichen. Thank you.
Mehr blaue Blätter. Gelesen, dass Garibaldi dir ein animiertes Langhaus geschickt hatte. War es gut? Ja, hatte er. Und ja, es war hübsch. Willst du es sehen? Ich kann es dir schicken. Ansonsten mache ich Schluss für heute. Ich will es unbedingt sehen. Ich hatte schon überlegt, dich zu fragen, nur wollte ich ihn dabei nicht umgehen. Gottchen, ich schätze ihn so ein, dass er dir das gerne geben würde. Hat er ja bisher auch immer gemacht. Einfügen, anklicken, anklicken, hab's dir geschickt. Genau. Ansonsten bin ich weg für heute. Gesehen? Ah, von außen, ich hatte mir eine Innenansicht vorgestellt, trotzdem sehr geil. Nö, leider keine Innenansicht. Du hast recht, eine Innenansicht wäre auch schön. Wir müssen ihn dazu zwingen, eine Innenansicht zu machen. Oh ja. Genau. Wir werden ihn das nächste Mal konfrontieren, wenn er da ist. Dann gibt's richtig Mische. Okay, ansonsten verabscheue ich mich jetzt von dir für heute. Es war wunderschön, einen ganzen Zuschauer nach einer Woche mal gehabt zu haben. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, vielleicht schon morgen, spätestens jedoch übermorgen müsste ich wieder da sein. Immer um dieselbe Zeit, zwischen 20 und 1 Uhr, also verpass mich ja nicht. Mm-hmm.
So, gute Nächte. Überlege, eine Sache könnte ich mit dir noch diskutieren wollen. Aber ich weiß nicht, ob du Ahnung davon hast. Wir haben es ja schon am Rätseln. Das Spiel kann ich schon mal ausmachen. Geht mir gerade auf den Sack. Bist noch da? Da hast du dich schon verabscheut. Wenn du schon verabscheut hast, verscheue ich mich auch ab. Wahrscheinlich ist aufs Durchrand der Sack. Naja, hebe ich es mir aber noch 10 verschiedene Male auf. Bin noch da. Du hast nicht zufällig Ahnung von Grafikkarten, oder? Ich habe da so ein kleines Problem. Ich weiß nicht, wie ich wegkriechen soll. Falls nicht, schreib nein. Ansonsten belästige ich dich jetzt damit. Ach, wenn diese Zeitverzögerungskommunikation ganz schön nervig ist. Nicht wirklich, kommt drauf an. Ich habe festgestellt, dank meines Laptops, dass das Problem nur auf meinem Hauptcomputer ist. Ich dachte immer, die ganzen Player, die ich habe, haben eine Macke. Das liegt tatsächlich an meiner Grafikkarte. Bei Videoaufzeichnungen. Das können YouTube-Videos sein, das können sogar eingelegte DVD-Filme sein, das kann alles Mögliche sein. Immer wenn die Kamera von rechts nach links schwenkt, teilt sich das Bild in 2 Streifen oder in 3 Streifen. Stehst du in 3 versetzte Streifen. Die gehen so ein bisschen auseinander. Und ich habe festgestellt, es liegt an meiner Grafikkarte. Und das dürfte bei so einer High-End-Grafikkarte mit aktuellen Treiber gar nicht sein. Das ist aber nur auf meinem Haupt-PC so. Auf meinem Laptop habe ich das alles auch gemacht, da ist das Problem nicht. Also muss es an der Grafikkarte liegen, habe ich mir gedacht. Das heißt, ich kann nicht mal einen normalen DVD-Film bei mir zum Beispiel gucken. Das ist am allerschlimmsten. Bei YouTube-Videos jetzt noch, da sieht man es nicht ganz so stark. Oder generell bei Internet-Videos und Streams ist es nicht ganz so stark. Aber bei eingelegten DVDs sieht man es extrem. Das macht mich wahnsinnig, dieser Effekt. Hört sich nach Tearing an. Das hängt mit. Ja, den Begriff habe ich tatsächlich schon mal vor Jahren gehört. Im Bereich Videospiele. Das hängt mit vertikaler Synchronisation an. Vertikal, horizontal, vertikal. Ich empfehle D3 Dover Rider. Davon habe ich ja noch nie gehört. Moment, als allererstes google ich mal das Wort Tearing. Screen Tearing bietet mir Wikipedia an. Ja, genau. Die Scheiße habe ich. Zerreißen auf Englisch. Tier, to tier, zerreißen. Einzelbild zerreißen ist ein unerwünschter Effekt, ein sogenanntes Artefakt beim Anzeigen von bewegten Bildern, zum Beispiel auf einem Computermonitor. Der Effekt kann sowohl beim Abspielen von Filmen als auch bei Computerspielen auftreten. Ja, bei Computerspielen fast gar nicht, aber extrem bei Filmen. Ja, genau das Problem habe ich. Und du empfiehlst mir ein Dings namens D3 DO Verreiter. Nutze ich immer, wenn ich Risse im Bild Tearing habe. Was ist denn das für ein Ding? Das werde ich mir jetzt auch mal ergoogeln.
Das ist auf meinem Hauptrechner ganz extrem und nur auf meinem Hauptrechner. Steuerung Copy. Wobei, ich müsste lügen. Auf meinem Zweitrechner kann ich es aktuell nicht testen. Da ist gerade kein RAM drin. Na, was sagt Google dazu? Für Windows 10? Bäh, ich habe Windows 7. How to use D3DO Variator on all games, YouTube. Hast du den Link zum Downloaden von dem Ding? Weil was mir Google hier anzeigt, finde ich alles ein bisschen gruselig. Ich stelle nämlich schon auf Foren, wo man das fragen, wo man das downloaden kann. Overwriter Downloader. Diesem Programm kannst du das Always Force V-Sync anschalten. Also das ist ein eigenes Programm, das schaltet man an. Und dann klicke ich auf Always Force V-Sync. Und dann dürfte das weg sein. Das ist schwer zu finden. Ich rate dir ab, es selbst zu suchen, auf meinen Link zu warten. Weil es halt ein Nebenprogramm ist und du willst nur den D-Treiber, nicht den anderen. Ja, ich weiß. Da rate ich mir auch immer selber von ab. Schon allein, wenn ich da keine eigene Seite von sehe. Nur diese ganzen Piratenseiten da, die einem das anbieten und die dich dann mit AdWare zuspammen. Bei mir funzt es bei allen Games, wo es nicht einstellbar ist. Ja, ich will es zwar nicht für Games, aber okay. Macht ja nichts. Ja, ich warte auf deinen Link. Windows 7, 64-Bit, genau. Wenn mich hier alles dünscht. Wenn du es jetzt nicht findest, sag Bescheid, ne? Dann mache ich mal Schluss. Ansonsten kann ich noch 5 Minuten warten. Warum musste ich jetzt nicht hetzen? Und das ist ja nur auf meinem Hauptrechner und das nervt, weil ich es auf dem Laptop nicht habe. Und mein Laptop hat eine Drecks-Grafikkarte, die. Ach, schrecklich. Ich muss noch mal eine Nachricht senden. Schreibe ich denn für einen Rotz hier hin? Jetzt sende die Scheiße ab. Was hast du geschrieben? Reiver-Tuner finde ich sofort sicher. Da ist es dabei, aber du willst Reiver-Tuner nicht. Ich schicke dir den Link irgendwann heute, aber ich hätte es lieber nicht, damit ich dir auch nicht sicher. Immer mit der Ruhe, ja. Genauso machen wir es. Auf den halben Tag kommt es auch nicht mehr an. Dann bedanke ich mich für die Hilfe.
Ich wusste, es lohnt sich, dich danach zu fragen. Yeah! Nun, da verabschiede ich mich bis morgen oder übermorgen. Du.